Museen digitalisieren ihre Bestände. Was das mit Kolonialismus, Rassismus oder Sexismus zu tun hat, darüber spricht Lukas Fuchsgruber in seinem Vortrag, der den etwas provokativen Titel trägt: Wie können wir das digitale Museum aufhalten? In einem Forschungsverbund untersucht er an der TU Berlin unter anderem ethische Fragen der Digitalisierung in Museen. Er stellt die These auf, dass die Behauptung des geteilten Kulturerbes in der Sharing-Ökonomie und in den Datensilos zur Farce wird und Besitzansprüche und Deutungshoheit auch im digitalen Raum regieren. Wir begrüßen Lukas Fuchsgruber mit einem virtuellen Applaus. Lukas, der Stream gehört dir. Mein Name ist Lukas Fuchsgruber und ich arbeite an der Uni zu sozialen Aspekten der Digitalisierung im Museumsbereich. Und der heutige Vortrag ist eigentlich für euch, also für diese CCC-Veranstaltung, weil er richtet sich wirklich an die kritische digitale Szene. Worum geht's heute? Das Thema sind digitale Museen. Damit meine ich verschiedene Dinge. Einmal die digitalisierten Sammlungen, also wenn Objekte in den Museen abfotografiert, eingescannt werden, aber auch die digitalisierte Dokumentation, also wenn die Archivalien, die Informationen zu den Objekten digitalisiert werden und zu Metadaten gemacht werden. Und drittens geht es um digitale Vermittlungsformate, also wie die Museen diese Objekte präsentieren und der Welt erklären. Und wie gesagt, der Fokus heute ist, was die Szene, die hier versammelt ist, quasi da beitragen kann. Ich fange mal an mit den Museen im Lockdown. Also als während der Corona-Krise Veranstaltungsorte schließen mussten und eben unter anderem Museen schließen mussten, lag sehr schnell ein Fokus auf Social-Media-Formaten und den bestehenden digitalen Angeboten der Museen. Ein viel genutztes Hashtag war da closed but open, also wir sind geschlossen, trotzdem offen. Die österreichische Journalistin Anne Aschenbrenner hat das ganz schön zusammengefasst, wie sich das für sie angefühlt hat. Zitat: In meinem Instagram-Feed taucht erstmals ein Mann im Anzug auf, der mir die Kunst erklärt. Zitat Ende. Ein anderes Bild von den Museen im Lockdown, das ich auch noch sehr sprechend fand, waren DJs im Museum. Das war dann auch so ein beliebtes Bild. Also hier sehen wir eine DJ vor dem Dinosaurier-Skelett im Museum für Naturkunde in Berlin. Dieses Skelett wurde 1909 aus Tansania, damals eine deutsche Kolonie, nach Berlin gebracht. Nochmal kurz so beim Lockdown zu bleiben. Was war so das Lockdown-Gefühl? Vor allem eben leere Museen. Ein digitales Format, was da oft rausgekramt wurde, waren die Google Arts and Culture Projekte von vor 10 Jahren. Also damals ist Google mit so Rundumkameras durch die Museen gerollt und man konnte danach eben sich da so durchklicken und die einzelnen Werke anschauen. Das ist wie so eine Verdoppelung des Museums. Also man darf nichts anfassen oder auch selber nichts beitragen. Es ist ein Museum ohne Menschen, also eine quasi sehr traditionelle Auffassung des Museums. Der Rückblick auf dieses alte Projekt von vor 10 Jahren, als Google eben einen starken Einfluss genommen hat auf Digitalisierung im Museumsbereich, kann wie so ein kritischer Reminder für heute sein, dass das eben nicht nochmal passieren sollte, dass die großen Technologiekonzerne eben die Digitalisierung im Kulturbereich steuern. Denn, wie wir wissen, ist Google eben ein Datenhandelsunternehmen und wir sollten ihnen keine Daten schenken. Der Lockdown, und darauf will ich hier so am Anfang ein bisschen hinaus, ist eben ein Moment, der uns so einen guten Blick auf die Digitalisierung im Museumsbereich gibt. Also wir können das zu einer Bestandsaufnahme nutzen. Denn die Strategien, die da sich zeigen, sind ja nicht neu produziert, sondern repräsentieren eben, was in den letzten Jahren so passiert ist in diesem Bereich. Dazu kommen dann natürlich auch neue Projekte. Also es wurden neue finanzielle Förderungen aufgestellt, um eben mehr Digitalisierung im Museumsbereich zu probieren. Zum Beispiel wurde gerade das Museum 4.0 Projekt verlängert. Das ist so ein Zusammenschluss von Museen, die neue Vermittlungsformate ausprobieren,
Zum Beispiel so Virtual Reality oder künstliche Intelligenzgeschichten. Und es geht auch ganz viel um die Personalisierung von dem digitalen Besuch. Also das heißt für uns einfach jetzt, Ende 2020 ist ein guter Moment, um dieses Thema in den Blick zu nehmen. Bevor wir jetzt zu den digitalen Beispielen kommen, möchte ich kurz darauf verweisen, wie umstritten Museen gerade sind. Also Museen sind im Fokus einer Debatte um Erinnerungskultur. Man spricht da auch von einer neuen Museologie. Es geht darum, wie die Vergangenheit ausgestellt wird, wer die Erzählung bestimmt, wer ist repräsentiert im Museum und wer ist ausgeschlossen. Die internationale Museumsorganisation ICOM hat dazu von ihren Mitgliedern 250 Museumsdefinitionen zusammengesammelt und dann einen Austausch darüber angefangen, wie die Definition des Museums heute gesellschaftlich ist. Also es geht darum, von der Aufgabe sammeln, bewahren, vermitteln hin zu Beteiligungsformaten und Orten des Austausches zu werden. Einigen Leuten war diese Definition dann zu politisch und zu sehr irgendwie dem Druck von sozialen Bewegungen geschuldet. Und ja, das stimmt auf jeden Fall. Also solche sozialen Fortschritte in diesem Bereich sind natürlich dem Druck von außen geschuldet. Und dann können wir uns jetzt fragen, wie kann dann eine ähnliche kritische Auseinandersetzung mit den digitalen Angeboten im Museumsbereich aussehen? Als erstes Beispiel nenne ich da mal feministische Museumskritik. Die populäre Gruppe Guerilla Girls weist zum Beispiel darauf hin, das habe ich hier mit reingepackt, dass in den Museen halt kaum Künstlerinnen ausgestellt werden, dafür meistens die abgebildeten Modelle, die weiblichen, nackt sind. Was kommt von so einer Kritik in den Museen an? Wenn wir Museen besuchen, stoßen wir trotz dieser Kritik immer wieder auf diese Erzählung des männlichen Künstlergenies und seiner weiblichen Muse, die ihn inspiriert. Ein Beispiel wäre da eben Paul Gauguin und seine 13-jährige Ehefrau, die mit ihm in Tahiti verheiratet wurde. Also, und wenn wir dann so ein Gemälde dieser 13-jährigen Ehefrau von ihm betrachten, dann stellt sich für mich eben die Frage, wie wird diese Geschichte hinter diesem Bild erzählt? Im digitalen Kontext ist es dann so, diese Bilder, diese sehr problematischen Bilder, werden entkontextualisierte Bilddateien. Also ich habe hier mal die Datei aus Wikimedia rausgezogen und die trägt dann eben den Namen des Malers im Titel und den Titel, den er dem Werk gegeben hat. Diese ganze problematische Geschichte dahinter ist dort verloren. Dann wollte ich auf der Museumswebseite nachschauen, die dieses Gemälde besitzen. Und dort findet man das Werk gar nicht in der Datenbank, also kann ich gar nicht sagen, wie es präsentiert wird. Ich will damit nur darauf hinaus, der Dateiname, die digitale Präsentation ist nicht neutral, sondern es ist eine bestimmte Art und Weise, ein Kunstwerk zu präsentieren. Das nächste Beispiel, und da werden wir ein bisschen länger uns damit beschäftigen, ist das Thema Museen und Kolonialismus. Also es geht um die Erwerbungen im kolonialen Kontext. Es ist in dem Bereich so, dass es schon seit Jahrzehnten Rückgabeforderungen gibt von lokalen Akteuren, die halt sagen, diese Erwerbungen im kolonialen Kontext sind ungerecht und dieses Kulturgut soll zurück an diese Orte kommen. Eine Forderung, die da eine große Rolle spielt, ist die Forderung nach Archivtransparenz. Also um überhaupt zu wissen, was in den hiesigen Museen gelandet ist, müssen ja diese Listen transparent zugänglich sein, die Ankauflisten. Denn erst diese Listen ermöglichen Forderungen. Und da spielt eben Digitalisierung im Museumsarchiv eine große Rolle, denn sie kann eben als Grundlage für diese Forderungen dienen. Jetzt ist es dann so ein bisschen die Frage, was können wir da beitragen? Und zwar, solche Listen sind oft nur ein schlichter Scan oder liegen eben abfotografiert vor. Wir können quasi als Digital-Community helfen, diese Listen aufzubereiten, anzureichern und diese Verknüpfung von Daten aus unterschiedlichen Quellen kann eine ganz praktische politische Solidarität sein. Es reicht also nicht zu warten, bis Museen hier aktiv werden, sondern wir können da aktiv was beitragen. Jetzt möchte ich noch mal einen Schritt zurück machen und fragen,
wie die Angebote aussehen, die es jetzt schon gibt. Ein Beispiel, das ich da nennen möchte, sind Virtual Visits. Das ist ein Konzept des Journalisten Kwame Opoku. Ich verstehe das so, dass er, also, oder ich verstehe es wie eine Interface-Studie eigentlich. Also er besucht Museumswebseiten und schaut, wie einfach er an Informationen zu den Kulturgütern kommt. Sein Beispiel sind da die Benin-Bronzen. Also quasi, das ist eine große Menge an Bronzen, die aus dem Königreich Benin Ende des 19. Jahrhunderts geplündert wurde von den Briten und die jetzt in Museen weltweit sich befinden. Sein Vorgehen ist dann, dass er eben eine Museumswebseite von einem Museum, das solche Bronzen besitzt, besucht und dann versucht, etwas über diese Benin-Bronzen herauszufinden und dieses Vorgehen dokumentiert. Also wie einfach ist es, ein Museum digital zu besuchen und etwas über den Kontext oder die Herkunft dieser Objekte herauszufinden. Und was ich jetzt mit euch machen will, ist einen eigenen digitalen Besuch bei den Staatlichen Museen Berlin. Und das Ziel ist quasi, eine weitere Perspektive auf die Pflege von Daten und auf das Haushalten mit Daten zu diesen Benin-Bronzen zu gewinnen. Also, was ihr hier links sehen könnt, ist so eine kleine Aufnahme davon. Also wir gehen auf die Homepage der Staatlichen Museen Berlin und klicken uns durch zur Sammlungsdatenbank und geben das Schlagwort Benin ein. Und dann habe ich das eben auch wie bei den Virtual Visits so gemacht, dass ich mal aufgeschrieben habe, was wir da finden. Also ich lese es mal vor. So finden wir bei einem der 255 Werke, die sich aus Benin in Berliner Museen befinden, folgende Präsentation. Also wir befinden uns auf der Seite SMB Digital, Titel Staatliche Museen zu Berlin, preußischer Kulturbesitz, Online-Datenbank der Sammlungen. Die Adresse oben in der Adressleiste verrät uns, dass wir uns auf einer Oberfläche von e-Museum Plus befinden, also einer Sammlungsdatenbank. Dann, wie sieht das einzelne Objekt aus, das wir gefunden haben? Links ein Bild eben der Skulptur, daneben ein Titel und eine Kategorie, also dass es eine Plastik ist. Dann steht da, dass sie von einer Firma vermittelt wurde. Wann und wo steht nicht da. Dann steht da noch Vorbild/Original. Es ist jetzt nicht klar, was das heißen soll. Und dann das Land Nigeria und das Königreich Benin. Dann finden wir Materialangabe und Maße und sehr wichtig eine Inventarnummer, also unter der das Objekt hier in den Museen erfasst ist. Und die Sammlung, zu der es hier in Berlin gehört. Drunter steht ein Copyright-Vermerk für das Foto. Im Foto selbst steht ein Creative Commons-Vermerk. Das konkurriert so ein bisschen miteinander. Nach diesen zwei Spalten folgt unten ein Bereich, in dem wir etwas über Benin im 16. Jahrhundert erfahren und das Objekt visuell interpretiert wird. Also was bedeutet der Gesichtsausdruck, was bedeutet die Kleidung? Und wenn wir auf andere Benin-Bronzen in dieser Online-Sammlung klicken, ist es das gleiche Bild. Copyright, Creative Commons, Theodor Franke als Vermittler, keine Jahresangabe, wann hier etwas vermittelt wurde. Und das hat mich neugierig gemacht, gibt es eine andere Quelle, die dieses Objekt besser dokumentiert. Über die Inventarnummer, also diese Erfassungsnummer, finde ich das Objekt schnell in der Wikipedia. Dort wird als Erwerbungsdatum 1901 angegeben, leider ohne Quelle. Und die können wir später aber noch zusammen nachtragen, da habe ich noch was dazu gefunden. Und ich finde die Signatur auch in der Deutschen Digitalen Bibliothek, einer übergreifenden Datenbank, in der wissenschaftliche Einrichtungen ihre Daten einspeisen. Dort werden anscheinend andere Felder aus der verknüpften Museumsdatenbank ausgespielt. Nämlich der unter dem Titel Verwandtes Objekt ist ein Digitalisat zurück in der Staatlichen Museen Berlin Digitalplattform verlinkt, also der gleichen Datenbank, wo wir angefangen haben zu suchen. Wenn wir dann da draufklicken, kommen wir zu einer Erwerbungsakte. Genau, eine Erwerbungsakte, leider ohne Scan, sondern da steht, für dieses Objekt kann aktuell keine Abbildung gezeigt werden.
Diese Akte findet man nicht über die Suchmaske der staatlichen Museen. Wenn ich die im Text enthaltene Inventarnummer eingebe, wird nur der Bronzekopf selbst angezeigt. Also die Oberfläche ist sehr limitiert, was das angeht. Nur über einen Umweg durchs halbe Internet ist die Verbindung der beiden Datensätze auffindbar. Das macht aber politisch einen riesengroßen Unterschied. In einem Datensatz wird uns eine Plastik aus dem 16. Jahrhundert vorgestellt, die Theodor Franke vermittelt hat. Im anderen Datensatz steht, dass diese Vermittlung wenige Jahre nach der britischen Strafmission mit Plünderungen in Benin stattfand und dass es um eine britische Auktion geht. Okay. Also, was wir hier eigentlich beobachten können, ist, KuratorInnen der Museen managen jetzt unüberschaubare Mengen an digitalen Doubles, also digital vervielfältigten Objekten und digitalisierter Dokumentation. Und dies eben voller imperialer Altlasten. Diese Verdoppelung sollten wir auf jeden Fall kritisch beobachten und fragen, hat sich etwas geändert an der Präsentation? Und wie wird die gewaltvolle Geschichte der Objekte eigentlich dargestellt? Also die erwähnte Kritik, die von außen an Museen herangetragen wird, also um Krieg und Kolonialismus als zum Beispiel Kontexte, in denen Erwerbungen stattfinden, die ist auf jeden Fall mit den Objekten verknüpft darzustellen. Das ist eine sehr wichtige Forderung. Und wenn die Museen selber diese Verknüpfung nicht machen, dann kann unsere Rolle sein, provisorische Verknüpfungen herzustellen, zum Beispiel in solchen Plattformen wie Wikimedia. Okay, ein weiteres Beispiel für Gegenwart und Zukunft der Digitalisierung im Museumsbereich ist das Humboldt-Forum. Ihr habt sicher davon gehört. Also hinter der neu gebauten Hohenzoller Schlossfassade in der Mitte von Berlin befindet sich dann eben ein zukünftiges großes Museum, in der unter anderem ethnologische Sammlungen und eine Berlin-Ausstellung Platz findet. Mit diesem Humboldt-Forum sind verschiedene Digitalprojekte verbunden. Ich will mal so als Spannweite zeigen. Es geht da von partizipativer Wissensproduktion mit indigener Bevölkerung bis hin zur Gamification und Personalisierung. Und das sollen auch die zwei Beispiele sein, die ich euch heute vorstelle. Also das erste ist ein Projekt, das heißt Sharing Knowledge, und das ist im Vorfeld des Humboldt-Forums entstanden, in einem sogenannten Humboldt-Lab. Es wird aber immer wieder auch im Kontext des Humboldt-Forums zitiert als ein Paradebeispiel. Da geht es darum, das bestehende Wissen in der Sammlungsdokumentation, in der Sammlungsdatenbank mit anderen Perspektiven auf die gleichen Gegenstände zu konfrontieren. Und da stelle ich wieder eine Analyse vor. Diese Webseite des Projekts konnte ich nur über Screenshots in Publikationen analysieren, denn die Website ist seit einiger Zeit offline und nirgends gespiegelt. Im Projekt wurden Fragebögen zu den Objekten vor Ort mit indigener Bevölkerung ausgefüllt. Diese wurden dann digitalisiert, um dann auf einer Webseite präsentiert zu werden. Und die Webseite wurde dann wieder auf Datenträgern zurück vor Ort gebracht, wo keine ausreichende Internetverbindung vorhanden war. Ob und wie es dieses Wissen auch in die sonstigen Datensätze des Museums schaffte, ist mir nicht bekannt. Ein Abgleich eines in der Publikation abgebildeten Projektfragebogens mit der vorhin schon gezeigten SMB-Digitaldatenbank lässt jedoch vermuten, dass die Daten generell nicht dort aufgenommen wurden. Also über die Signatur wiederum kann man da Bezüge herstellen und das gegenüberstellen. Die eben extra Webseite, die nicht mit der Datenbank verknüpft ist, compartir-saberes.net, auf der das indigene Wissen präsentiert wurde, ist leider offline. Trotzdem wird eben viel mit diesem Projekt geworben. Digitale Besuche oder gar einen kritischen Virtual Visit können wir leider nicht machen. Das Projekt ist jetzt ironischerweise vor Ort ohne Internetanschluss besser verfügbar als hier, wo sich die Objekte befinden. Vielleicht für den Moment ein ganz schönes Bild. Offline-Digitalisierung und digitale Exklusion mal andersherum. Bei diesem Projekt bin ich einfach total neugierig, was noch folgt. Also ob diese neuen kritischen Daten mit den alten Daten zusammengebracht werden. Und solange das aber nicht so ist, gilt auch hier als
als Aktivität, wo wir unterstützen können, eben systematisch alternative, nachhaltige Wissensspeicher mit offenen und nachhaltigen Standards zu unterstützen und eben dieses Wissen aus unterschiedlichen Ressourcen kritisch zu verknüpfen. Das Humboldt-Forum musste seine Eröffnung verschieben, hat dann vor kurzem ein digitales Opening durchgeführt über Stream. Und in diesem digitalen Opening wurden verschiedene weitere digitale Formate vorgestellt. Und auf die möchte ich jetzt ein bisschen eingehen. Die digitalen Formate werden beim Humboldt-Forum oft so gedacht, dass sie zurück in den Ausstellungsraum kommen. Also zum Beispiel sehr viele Screens überall. Ein Beispiel, das da gezeigt wurde, war ein interaktiver Fischschwarm. Der soll so naturwissenschaftliche Forschung repräsentieren, aber auch soziale Interaktion. Und bei den Projekten, die vorgestellt wurden beim Humboldt-Forum, sind eigentlich zwei Vermittlungsebenen zentral. Einmal sowas wie Gamification und Personalisierung und zum anderen digitales Storytelling. Ihr könnt euch auch die Eröffnung als Mitschnitt nochmal anschauen online. Das mit dem digitalen Storytelling ist eigentlich schnell erklärt. Da geht es darum, dass im Humboldt-Forum Medienarbeit stattfinden wird und jung bis alt soll Videos produzieren und dann im Storytelling Selbstermächtigung erfahren. Das erste Beispiel ist so ein bisschen kurioser. In einer Ausstellung im Humboldt-Forum, nämlich der Berlin Global-Ausstellung, kann man ein Armband bekommen. Da ist so ein Chip drin und dieses Armband speichert dann, wenn man durch die Ausstellung läuft, bestimmte Entscheidungen, die man dort trifft. Also das Thema der Ausstellung ist Berlin global, es geht um Freiräume und es geht um Grenzen. Wenn man dann dieses Spiel, also durch die Ausstellung zu laufen und Entscheidungen zu treffen und sich dabei tracken zu lassen, gemacht hat, dann erhält man am Ende ein ausgedrucktes Persönlichkeitsprofil. Und mit dem soll man sich dann mit anderen Leuten vor der Ausstellung treffen und diskutieren und dann das Ergebnis ins Archiv geben. Das erinnert so von der Machart an ein ganz ähnliches Projekt, auch im Humboldt-Forum-Kontext, beziehungsweise im Vorfeld. Und zwar ein Projekt im Rahmen des schon genannten Programms Museum 4.0. Da geht es, Zitat, um digitale Strategien für das Museum der Zukunft. Und ein Projekt im Humboldt-Kontext ist dann eben der Humboldtsche Kosmos im digitalen Raum. Museum 4.0 ist, wie gesagt, ein sehr interessantes Beispiel für uns, was gerade verlängert wurde. Bei dieser App zum Humboldtschen Kosmos im digitalen Raum geht es darum, ein ganz persönliches Objekt für sich zu finden. Und da haben die so eine App vorgestellt, die hilft einem eben so mein Objekt zu finden. Das sieht dann aus wie so eine Dating-App. Also man muss dann irgendwie die Kunstwerke aussortieren, ob sie einem gefallen oder nicht. Und wenn dann die App genug Daten für einen gesammelt hat, dann wird man zu seinem Kunstwerk geschickt und der Entwickler in dem Video stellt es vor wie so ein Blind Date im Museum. Also das Gemeinsame an diesen zwei Projekten ist eben, es geht um so einen spielerischen Museumsbesuch, es geht darum, sich eben tracken zu lassen und eine personalisierte Museumserfahrung zu bekommen. Diese Art und Weise des spielerischen Museumsbesuchs mit der App definiert ziemlich stark die sozialen Begegnungen im Museum um. Also Partizipation wird sowas wie zu einer Verkörperlichung von Social Media im Museum. Ist wie so ein Tinder oder Grindr zum Durchlaufen. Wir sehen hier einfach einen starken Einfluss von bestimmten Trends der Digitalwirtschaft der letzten 10 Jahre. Also eben Tracking, Personalisierung, Gamification. Und mir ist jetzt eben wichtig, auf so eine netzkritische Perspektive auf solche Entwicklungen hinzuweisen. Also es geht darum, die Politik hinter digitaler Vermittlung in den Blick zu nehmen. Und ein Literaturtipp dazu könnte sein, zum Beispiel das Ippolita-Kollektiv mit ihrem Text In the Facebook Aquarium, die eben beschreiben, wie solche
Gamification und Personalisierungstechnologien eine bestimmte Art der sozialen Interaktion bedingen. Ich spekuliere jetzt so ein bisschen und würde behaupten, dass die Vorgeschichte von solchen Projekten wirklich der kulturelle Einfluss von Technologiekonzernen wie Facebook oder Google mit YouTube der letzten 10 Jahre ist. Und was wir beobachten können, ist, dass eben jetzt Social-Media-Abteilungen in Museen stärker als Teil der Vermittlung wirken und damit eben kulturelle Partizipation im Museum zu Social-Media-Interaktion umgedeutet wird. Das wurde wiederum besonders im Lockdown auch deutlich. Führungen fanden auf Instagram statt und in YouTube. Also wieder wurden die Datenserver der großen Datenhandelsanbieter quasi benutzt und der großen Technologiemonopolisten. Und was wir aber jetzt im nächsten Schritt eben, wie ich gerade versucht habe zu zeigen, gesehen habe, ist, dass diese Personalisierungs- und Tracking-Logiken, die diese Unternehmen etabliert haben, jetzt zurück ins Museum schwappen und wirklich zu Vermittlungskonzepten gemacht werden. Gut, ich muss so ein bisschen zum Schluss kommen. Also meine Frage ist eben, was können wir tun? Was kann die netzkritische Szene tun? Ich denke, es geht vor allem darum, auf das Soziale des Internets hinzuweisen. Statt Social Media geht es um ein soziales Internet. Also es geht um technologische Souveränität und digitale Vernetzung zu fordern, offene Standards zu pflegen und zu verteidigen. Also zum Beispiel bei Kulturdaten und Objekten im Netz geht es darum, Verknüpfungen herzustellen. Nicht einfach nur das, was wir schon haben, verdoppeln, also einscannen und die Dokumentation zu digitalisieren, sondern eben verschiedene Ressourcen miteinander kritisch zu verknüpfen. Dabei geht es, wie gezeigt, nicht nur um Kolonialismus, sondern auch allgemeiner um Kunst und die Geschichte der Gewalt und Ungerechtigkeit. Und es geht einfach als Strategie, kann es für uns darum gehen, nachhaltigere alternative Interfaces zu fördern, so wie eben gezeigt Wikimedia, Wikipedia dann eine Rolle spielen kann. Also das Beispiel Humboldt-Forum sollte hier nur zeigen, dass konkrete Entwürfe eines zukünftigen digitalen Museums im Raum stehen. Und mein Plädoyer ist ja so ein bisschen, sich für Gegenperspektiven eben an die Kritik der sozialen Bewegungen zu halten, die Museen schon kritisieren. Und unser Beitrag kann dann sein, ihre bestehende Kritik mit den Themen digitale Souveränität, offene Standards und ethische Technologien zu verbinden. Weil sonst ist einfach zu befürchten, dass das digitale Museum die kritischen sozialen Museumskonzepte einfach überholt. Dankeschön. Wir haben bis jetzt eine Frage hier zum Kontext von Digitalisaten. Können Metadatenschemata, die speziell die Erwerbungsgeschichte der Objekte als Pflichtfelder abbilden, ein Ansatzpunkt sein, die Situation da zu verbessern? Oder sind die sowieso schon verfügbar und werden nur nicht auf den Webseiten dargestellt? Das wäre eine gute Frage an die verschiedenen Museen, wie viel sie nach außen geben von dem, was sie eigentlich über die Objekte wissen. Also Provenienzforschung hat ja einfach in den letzten Jahrzehnten eine verstärkte Bedeutung im Museumsbereich erfahren. Und ich glaube, meine Perspektive auf die Frage wäre so ein bisschen, an verschiedenen Orten entsteht Wissen über Objekte, also sei es in den Datenbanken des Zentrums für Kulturgutverluste oder vielleicht auch auf Servern an anderen Standorten, in anderen Ländern, bis hin zu eben dem Wissen, das an den Orten existiert, von wo die Objekte kommen. Und es geht vielleicht nicht so sehr darum, Pflichtfelder zu fordern, sondern eher darum zu schauen, wenn es diese Felder nicht gibt, können wir nicht an anderer Stelle Orte für diese Informationen schaffen und quasi zum Beispiel in der Wikipedia, auf Wikimedia diese Informationen zusammenbringen, die eben verstreut im Netz sind. Also das Plädoyer wäre immer so ein bisschen, nicht auf die Museen warten, nicht auf die perfekte Technologie warten, sondern lieber gleich aktiv werden und eben solidarisch Technologien zu fördern. Ja, wäre denn ein digitales Museum nicht auch einfach eine Möglichkeit, ein Experiment zu machen und einmal das Kuratieren einer kompletten Ausstellung einfach dieser Schwarmintelligenz in den Raum zu werfen und zu gucken, was dann bei rauskommt?
Das weiß ich nicht. Also es ist immer so ein bisschen die Frage, genau, was heißt kuratieren heute? Wer hat die Kontrolle über das Kuratieren? Es gibt ja ganz viele Partizipationsformate. Es gibt auch Ausstellungen, die mit Beteiligungen von außen durchgeführt werden. Also man könnte es dann Schwarmintelligenz nennen. Ich glaube, es geht am Ende um die soziale Interaktion, die das Museum vorsieht, den Austausch, den das Museum zulässt und ob wir dann. Also es geht um alle Bereiche des Museums, das will ich damit nur sagen. Es geht nicht nur ums Kuratieren, es geht auch um die Dokumentation. Es geht um das Wissen, das mit der Sammlung verbunden ist und es geht darum, wie Ausstellungen gemacht werden. Aber im digitalen Bereich ist es auf jeden Fall so, dass es viel stärker alle Bereiche betrifft. Weil im Prinzip, wie ich vorhin versucht habe zu zeigen, ist ja die Datenbank auch kuratiert und ist so voller imperialer Altlast. Quasi, das ist schon wie eine Ausstellung für sich, aber eine Ausstellung, sagen wir mal, der Ungerechtigkeit. Und damit zu arbeiten, ich glaube, da kann eine kritische Netzcommunity auf jeden Fall sehr viel wirken. Wir sammeln sich langsam die Fragen im Pad. Die nächste Frage wäre, wer treibt die Digitalisierung von Museen? Wer die betreibt? Nee, wer treibt sie? Also wer ist da quasi der, ich sag mal, Arschtreter, der damit das auch wirklich passiert? Ich denke, da kommen verschiedene Dinge zusammen. Also, das sind Forschungsförderungen, das sind einfach wirklich die Gelder für Digitalisierung. Es ist auf jeden Fall so ein bisschen, können wir sagen, in den letzten 10 Jahren so, ist total viel passiert und ist total viel Geld da gewesen und es sind total viele Prototypen entstanden, quasi. Und wer die Digitalisierung betreibt, das kann man so jetzt nicht für alle Museen beantworten. Es gibt ja auch total viel unterschiedliche Museen. Deswegen habe ich mich im Vortrag auch so ein bisschen auf die ganz großen Beispiele konzentriert, also wo verschiedene Museen zusammenarbeiten und sagen, dass sie die Vermittlung der Zukunft zum Beispiel gerade erfinden. Oder eben das Humboldt-Forum, das ja bis zu seiner Eröffnung in einem Jahr jetzt ganz viel digitale Formate ausprobieren wird. Und ich werbe einfach so ein bisschen dafür, sich damit auseinanderzusetzen und da auch eine kritische Stimme zu sein. Hier wird jetzt noch im Pad auf die Initiative NFDI for Objects.net hingewiesen, eine nationale Forschungsdateninfrastruktur, die setzt da an, allgemeingültige Metadaten für Objekte zu definieren. Und dann wird hier unten noch eine Anmerkung geschrieben, die ich lese sie langsam, vielleicht wird sie bis dahin fertig. Vorbildkopie bezieht sich in erster Linie auf antike Statuen, Plastiken. Beispielsweise kennen wir altgriechische Plastik in aller Regel in römischen Kopien. Kommt da jetzt noch die Frage hinterher? Ich glaube, es war eine Anmerkung. Gut. Ja, gut, das kommt eine Anmerkung, lassen wir das. Hier kommt noch eine Frage. Für die Digitalisierung von den Museen ist also Geld nötig. Wo kommt das her? Geld ist eigentlich viel da. Also gerade jetzt gibt es total viele Programme, um Digitalisierung zu fördern. Da mache ich mir keine Sorge. Es ist eher die Frage, was werden da für Programme vertreten? Was ist die Politik, die dahinter steht? Also ich glaube, da müssen wir einfach ansetzen. Aber gefördert wird sehr viel. Geld ist auch sehr viel da. Und zu dem anderen Punkt mit der nationalen Forschungsdateninfrastruktur, also ist auch eben ein Bereich, in dem gerade viel etabliert wird, in dem gerade viel diskutiert wird. Für mich wäre dann, wenn jetzt so genannt wird, einheitliche Metadatenstandards, da wäre für mich interessant, wo die herkommen. Also wenn ich zum Beispiel an so kunsthistorische, also ich bin ausgebildeter Kunsthistoriker sozusagen und die Datenstandards, die es in dem Bereich gibt, also die Datenontologien, die es in dem Bereich gibt, haben halt teilweise ein Vokabular, das aus einer Vergangenheit stammt, also viele Jahrzehnte her stammt, die Begrifflichkeiten, ist teilweise sehr rassistisch, sehr problematische Formulierungen. Und da wäre ich dann eben quasi sehr vorsichtig mit, jetzt einheitliche Standards zu pflegen. Vielleicht sollten wir erstmal diese Ontologien auch kritisch, politisch untersuchen und aktualisieren. Aber wenn das die nationale Forschungsdateninfrastruktur mit berücksichtigt, dann finde ich das ganz toll, wenn da eben neue Standards geschaffen werden und Strukturen geschafft werden, die alten Standards auch zu hinterfragen und zu überarbeiten. Dann bedankt sich das Internet für den schönen Talk und dann möchte ich mich anschließen. Klatschen hier so ein bisschen unauffällig und vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Fragen, für alles. Ja. Thank you.